Heute müssen wir weitere Turniere reiten, um uns für das Geländespringen zu qualifizieren. Ich bin mal gespannt, wie weit wir damit heute kommen oder ob wir auch noch andere Aufgaben bekommen. So, und damit herzlich willkommen hier nachts. Nachts in Star Equestrian. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, jetzt muss ich erstmal schauen. Also, wir haben ja hier die Quest Are You Qualified? The Star Championship waits for nobody and it's time for another qualifier. Allerdings können wir den erst machen. Das ist Escape to the River, wenn wir Level 4 erreicht haben. Und wir müssen hier diese Strecken vorher erstmal noch reiten. Also das ist einiges. Das heißt, wir müssen erstmal den Ring Around the Rosies Kurs machen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Silver ist prinzipiell dafür geeignet. Also reiten wir das Ganze jetzt mal. Oha, es ist sogar tatsächlich dunkel. Leute, wir reiten jetzt gerade quasi unser erstes Geländespringen damit. Oh, hätte besser sein können, aber ist okay. Oha, oh Gott. Ich bin zufrieden, wenn ich nichts runterhaue. Und bislang... perfekt. Kennt ihr die momentan... Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Kennt ihr die momentan immer mit diesen... strangen Videos in den Shorts ist, die immer irgendeine Frucht aufschlitzt und dann immer den Kofi da reinkippt und am Ende da steht, perfekt. Kennt ihr die da? Hat mich das jetzt gerade dran erinnert. Oh Gott. So, finish. Das müsste ja jetzt eigentlich gereicht haben, oder? An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wir haben Futter bekommen, wir haben 50 Gems bekommen, wir haben 100 Gold bekommen. Continue. Weitermachen. Gut, das heißt, haben wir jetzt... Ja, wir haben das zweite schon freigeschaltet. Das wäre jetzt der Level 2 Parcours. A quick trip to the barn. Okay. Da müssen wir bei Silver aber erstmal Jump noch höher kriegen. Wie kriegen wir das denn höher? Springen verbessert die Fähigkeit deines Pferdes, zu über Hindernisse zu springen. Und reduziert die Ausdauerkosten des Springens. In Events hat das außerdem noch einen Einfluss auf die Größe des dieses Kreises, wo wir dann abspringen müssen. Jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich die denn jetzt? Tech Bonus, Available Keys, Level Up Horse, Go to Feeding. Okay, wenn wir unser Pferd zu füttern, ist sehr, sehr wichtig, weil es die Stats verbessert und unsere Verbindung zum Pferd verbessert. Genau, wir müssen Ressourcen sammeln, damit unser Pferd gesund und stark bleibt. Ja, jetzt müssen wir springen, müssen wir trainieren. Tja, 0 von 35, wie kriege ich das denn jetzt? Damit kriege ich... Das ist aber teuer, das kann ich mir nicht ein einziges Mal leisten. Hä? Muss ich jetzt echt... Muss ich das hier füttern? Das ist ja wohl komplett silly. Ich kann das zweite Turnier noch nicht reiten, weil mein Pferd 1 von 2 auf Springen hat. Und einmal Futter kostet 1250 Gold und ich habe nur 1151. Okay, das ist krass. Das bringt auch Pferderfahrungspunkte. Aber ich will erstmal schauen, Shawnee, hat die vielleicht, guck mal, die hat tatsächlich, die bräuchte aber Speed. Habe ich da vielleicht irgendwas, womit ich sie füttern kann? Das ist der Blitz, ne? Das ist ja total verrückt. Kann das sein, dass sie kleiner ist? Ja, ne? Was haben wir denn hier? 1, 2, 2, 1, 2.
glaube, das kriegt sich drum. Sie ist halt auch erst auf Level 2, auf Level 1. Wie viel bringt uns denn das einmal füttern? 40 Erfahrungspunkte, wie viel macht das aus vom Balken? Okay, doch einiges. Ich würde sie jetzt noch einmal füttern, dann ist sie nämlich Level 3. Das Springen wird dadurch nicht erhöht. Ganz ehrlich, das ist ja total bekloppt. Kann ich nicht auch irgendwie anders mein Pferd trainieren? Wir können es aber trotzdem reiten. Auch ohne die Stats. Wir testen es mal. Aber das ist ja krass. Das heißt, wir müssten jetzt quasi, um unser Pferd einen einzigen Punkt auf Springen zu trainieren, müssten wir alles an Geld raushauen, was wir momentan haben. Ja. Das wird hier wohl nicht hinhauen. Ich hab einen minimal kleinen Moment, wo ich tatsächlich fehlerfrei abspringen kann. Trotz, dass sie da halt nicht so gut ist. Das war immerhin okay. Aber das ist halt wirklich nur minimal. Silvers Ausdauer ist auf Level 2 aufgestiegen. Kann ich nicht auch irgendwie Springen damit bekommen? Oh, boah, Leute, das ist ja mal richtig mies. So. Wenn ich jegliche Ausrüstung, die ich jetzt gerade auf ihr drauf habe, wenn ich alles davon auf das andere Pferd packe, kann ich dann da müssen wir mal schauen, wie es dann aussieht. Speed ist halt bei ihr zu niedrig, aber Speed sollte ja eigentlich noch funktionieren. Das sollte ja jetzt nicht so tragisch sein, würde ich jetzt mal vermuten. Hauptsache, wir haben es nicht so extrem schwer zu springen. Also das ist heftig. Das ist echt richtig, richtig heftig. Wie habt ihr das gelöst, wenn ihr auch schon diesen Teil hier gespielt habt? Das würde mich mal interessieren. Habt ihr vielleicht... Oh nein, das war nicht gut. Habt ihr zu dem Zeitpunkt hier irgendwie schon mehr Geld gehabt? Habt ihr das irgendwie anders gelöst? Habt ihr es vielleicht noch gar nicht gemacht? Weil ihr vor der ähnlichen Überlegung steht wie ich jetzt gerade. Also ich finde es heftig, die Anforderung zu Beginn des Spiels. So, Shawnee ist Level 2 geworden. Wir haben aber 3 Schleifen trotz allem bekommen. Das ist gut. Aber wir scheinen tatsächlich nur Speed und Stamina zu leveln. Was jetzt aber gar nicht so schlecht ist, weil jetzt ist tatsächlich theoretisch Shawnee für das Cross-Country-Task complete. Guck mal, jetzt haben wir 100 Gold bekommen und 50 Gems. Immerhin, auch nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir können schon noch Quests machen. Wir haben ja hier noch Quests. Aber trotzdem finde ich das heftig. Was bräuchten wir dafür? Da bräuchten wir jetzt schon Jump 3 und Speed auch 3. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Da oben
Oh, Leute, wisst ihr, was mir fehlt? Mir fehlt es, dass ich mir eine Markierung auf der Map setzen kann. Das wäre toll, wenn ich, so, irgendwo hier unten muss das Ausrufezeichen sein. Das hier, genau. Das wäre sehr cool, dass wenn ich auf der Map eine Quest sehe, dass ich mir die dann auch markieren könnte. Das ist die Lucy. Was mache ich nur? Sie halten mir immer noch mehr Arbeit auf. Wie soll ich mir denn diese ganzen Kurse anschauen? Du siehst sehr talentiert aus. Würdest du vielleicht einen Kurs für mich reiten, wenn du es gut genug machst für meine Bewertung? Dann muss ich vielleicht den Parcours nicht auch noch reiten. Ja, können wir schon machen, ne? Können wir schon machen. Und ich kann hier theoretisch die Sachen, die kann ich ja, Collect Pumpkin. Ich kann ja die Sachen einsammeln. Collect Carrot. Aber das Problem ist ja, das bringt ja alles keine Punkte auf Springen. Doch, 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 die Möhrchen bringen Springen. Okay, Leute, okay. Viel, viel besser. Das ist sehr gut. 50. Füttern wir mal. So, jetzt haben wir das Springen. Haben wir jetzt ein bisschen besser trainiert. Ein bisschen weiter. Das heißt, ich muss Möhrchen finden. Leute, ich muss unbedingt Möhrchen finden. Wenn wir hier oben rechts reiten, da wird mir auch noch was auf der Map angezeigt. Das wiederum finde ich gut, dass wir hier eine Anzeige haben, wo wir Sachen finden. Dadurch ist es nämlich ein kleines bisschen leichter zu sehen, wo wir hin müssen. Das ist auf jeden Fall angenehmer, als wenn wir jetzt überhaupt nicht wüssten, wo es irgendwas einzusammeln gibt. Aber das, was ich nach wie vor habe, ist dieses, oh, sehr gut, noch ein Möhrchen. Das ist wichtig. Das Problem, was ich nach wie vor habe, ist es mit diesen Lags. Habt ihr auch nach wie vor noch das Problem, dass, oh, was haben wir jetzt bekommen? Ach, ein Toolkit. Ein Tech-Toolkit. Okay. Und Jump leveled up to 3. Sehr gut. Das kann Shawnee jetzt schon mal. Jetzt brauchen wir irgendwas. Womit können wir nochmal die Geschwindigkeit trainieren? Hatte ich doch auch eben irgendwas. Irgendwomit konnte ich das doch trainieren. Oh. Ich glaube, auf der anderen Seite ist was. Also da müssen sie echt noch dran arbeiten. Viele haben ja geschrieben, sie kommen überhaupt nicht in die Stadt. Die können überhaupt nicht richtig spielen, weil das Spiel dann sofort abstürzt. Und ich glaube einfach, dass das ein Performance-Problem ist. Könnte ich mir vorstellen, weil ich meine, ich merke ja auch, was ich für Probleme habe. Also falls euch das jetzt mal interessiert im Vergleich zu eurem Tablet oder Handy, wo ihr drauf spielt. Ich spiele es jetzt hier, wenn ich es aufnehme. Auf dem iPad 10 Pro, also 10,5 Zoll. Ich weiß gerade gar nicht mehr, es wird aber auch schon, glaube ich, nicht mehr hergestellt. Das habe ich mir damals gekauft, eben weil es nicht mehr hergestellt wurde. Und ich Schiss hatte, dass ich dann nur noch die größeren Varianten bekomme, die deutlich teurer sind. Oder die kleinere, die mir zu klein wäre zum Zeichnen. Ich habe es mir hauptsächlich zum Zeichnen gekauft. Und, ich habe tatsächlich keinen Plan. Ich habe keinen Plan, inwieweit, wie hier die Hardware drin ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hardware und Handys und Tablets, da achte ich tatsächlich eigentlich fast nie drauf. Aber das ist schon, es ist schon sehr, sehr laggy. Das muss man definitiv so sagen. Okay, Leute. Ja, aber cool, dass wir mit den Möhrchen auch das Springen leveln können. Das heißt, wir werden wahrscheinlich für jeden einzelnen Stud schon auch was haben, womit wir unser Pferd leveln können. Das ist definitiv eine gute Sache. Dann wahrscheinlich in kleineren Schritten als mit dem Futter, aber das macht ja erstmal nichts. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich gucke dann mal, dass ich bis zum nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen was gesammelt bekomme, ein bisschen was trainiert kriege. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!